Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Retro-Opening hier auf meinem Kanal und ich habe auf diese Folge wirklich, wirklich, wirklich lange gewartet. Denn ich werde heute etwas öffnen, was mir sehr, sehr viel... Motorrad. Danke. Denn ich werde heute etwas öffnen, was super, super rare ist und es so eigentlich gar nicht mehr zu finden gibt. Und zwar werde ich heute echt seltene Tinboxen öffnen, beziehungsweise eine Tinbox von vielen. Und zwar gab es 2006, 2007 drei Tinboxen, und zwar einmal Milotic, Celebi und Despota. Beziehungsweise auf dem Milotic ist ein Ho-Oh drauf, warum auch immer. Aber ja, in diesen Tinboxen erwarten uns, ich lese vor, 3 EX Dragon Frontier Boosters, wo die seltensten Karten überhaupt drin sein können, mit, ich meine, dass dort Shiny Mew und Shiny Glurak drin sind, und diese Karten so zu ziehen, au, das würde krass sein. Dazu haben wir noch einmal EX Crystal Guardians, wovon ich ein Display hier stehen habe, aber wo auch geile Karten drin sein können. Und einmal EX Delta Species. Plus die Promokarte da drin. Also wirklich geiler Scheiß. Freut euch drauf. Nehmt dieses Video auseinander, Leute. Wie gesagt, ich habe diese Box für nicht günstiges Geld erhalten und ich will die jetzt nach und nach auf meinem Kanal öffnen und euch halt auch zeigen. Und hier ist die Chance halt wirklich da, dass wir nicht nur Goldstar-Karten ziehen, sondern auch EXs, Holos, Reverse-Holos und. Wie gesagt, es kann mega, mega krass werden, von daher freue ich mich auf dieses Opening. Ich hoffe ihr auch und ich würde sagen, wir fangen an mit dieser Box und zwar mit Despota. Ich habe alle drei Boxen hier und die Despota-Box ist sealed, wie ihr sehen könnt, also noch komplett verschlossen in seiner Folie. Klar hat die schon etwas Damage. Es bleibt nicht aus mit einer Box, die 11 Jahre alt ist. Aber das Pokémon-Siegel und alles ist noch drumherum geschlossen. Von daher kann damit noch nichts passiert sein und legen wir los. Bitte tötet mich nicht, wenn ich das jetzt hier tue, alle Sammler und sonst was. Ich weiß, sehr, sehr schmerzhaft. Aber ja, das war's mit dem Seal. Und damit ist diese Box so gut wie nutzlos geworden, denn nun kann man sich die Packs rausholen, sie scalen und für viel Geld verkaufen. Ein so ein Pack kostet 50 Euro. Jetzt will ich diese Despota-Karte hier, wenn es geht, frei vom Schaden rausbekommen, damit ich sie euch zeigen kann. So, die Booster gucken wir uns jetzt an. Und ich bin gespannt, was für Booster-Packs, beziehungsweise was für Artworks wir haben. Denn wir haben hier drinne und die sind absolut sealed, die sind absolut mint-fresh. Wir haben einmal EX Crystal Guardians mit Enikoro drauf. Dann haben wir EX Delta Species mit Brutalanda. Dragon Frontiers mit Latias und Latios. Und dann noch einmal EX Dragon Frontiers mit Brutalanda. Und einmal noch mit Despota drauf. Das sind wirklich, wirklich geile Artworks. Und ich hoffe einfach, ja, die sind fresh, Leute. Die sind fresh. Damit ist absolut nichts. Diese Booster warten darauf, dass wir sie öffnen und hoffentlich geile Pulse haben. Let's go. Die Packs habt ihr gesehen, aber die Promokarte noch nicht. Und das ist ein wirkliches Schmuckstück. Despota EX von Typ Unlicht. Sehr, sehr schöne Karte. Das Ganze gab es mal in der Pop-Series und das wurde jetzt halt reprinted in dieser Tin als Promokarte. Ist leider ein bisschen beschädigt am Boden. Das bleibt leider nicht aus, wenn die in so einem Plastikteil ist. Von daher vollkommen okay. Ich packe sie aber mal auf meinen tollen Ständer hier im Hintergrund, dass wir sie immer hier haben. Wohl, nö. Dann nimmt ihr noch Fokus weg, dass ich sie trotzdem sehen kann. Und ich sehe gerade auf dem Artwork, hier ist sogar noch Tropius drauf bei dem Despota. Und... ja, Leute, Reihenfolge sollte klar sein. EX Crystal Guardians als erstes. Oder beziehungsweise erst Dragon Frontiers, dann EX Crystal Guardians, dann nochmal Dragon Frontiers. EX Delta Species und dann nochmal Dragon Frontiers. Okay. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich könnte die ganzen wiegen und sonst was, aber das wäre doch nicht interessant. Nee, weiß ich nicht. Also, ich finde, das gehört dazu. Und ich werde die Karten halt, wie gesagt, ich werde die nicht großartig jetzt verschieben, damit halt nichts passieren kann. Und what the fuck? Warum ist die Reverse die erste Karte in dem Set? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Seht ihr hier Dragon Frontiers und dahinter haben wir Yugong und das ist auch schon die Rare.
Lol, warum ist das denn so? Das ist merkwürdig. Vielleicht ist das so bei dieser Serie. Professor Linds Trainingsmethoden. Okay. Vollregel. Pupita Elektro. Pupita Normal. Okay. Trasler in der Feuerversion. Sehr, sehr geil. Auch mit den Blüten und alles dort. Schwalbini in Feuer. Und ich gebe euch mal einen kleinen Schub hier, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Und das war schon das Pack von Dragon Frontiers. Und wir haben ein Draschel im Wasser gezogen. Vielleicht ziehen wir ja auch noch das Brutalander dazu passend. Das wäre sehr, sehr nice. So. EX Crystal Guardians. Enikoro, wie gesagt, auf dem Artwork. Bin gespannt, ob wir auch ein geiles Pokémon hier ziehen werden. Wir haben ein Glutexo, was eine ganz normale Karte ist. Okay. Dann haben wir ein Morabel von Typ Boden, was salutiert im Wasser. Ein Wingull Reverse und dahinter haben wir ein Groink als Rare-Karte. Die Wingull-Karte, sehr, sehr süß, by the way. Erinnere mich so ein bisschen an diese Möwen, diese Moins, Moins, Moins Möwen. Dann haben wir ein Flurmel, ein Shiggy und dieses Artwork kennt man, glaube ich. Sehr, sehr süß. Sehr, sehr süß, süß vor allem. Dann haben wir ein Gekko, was zwischen Kristallen rumlungert und ein Stolunior, was auch zwischen Kristallen herumlungert. Sehr, again. Samuels hat auch Bock. Sehr, sehr geil. Als nächstes haben wir hier dieses Dragon Frontiers mit Despota und Tropius drauf. Das Artwork einfach phänomenal von diesen Karten. Und ich glaube, dass die erste Karte wieder die Rare sein wird. Naja, hoffen wir einfach mal, dass wir was Gutes haben. Wir haben Kindwurm! Come on! Das ist sehr, sehr geil mit Raschel. Kindwurm und Raschel. Damit haben wir als Rare Nidorino in Unlicht. Ein stärker Amulett. LOL! Ampharos Delta Species Holo? Was? Wie geil ist das denn? Wir ziehen Ampharos Delta Species Holo! Sehr nice! Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die Rare kam schon. Wie gut! Oh Gott, das ist geil. Wir haben noch ein Lavita, ein Nidoran weiblich, ein Europ, ein Vulpix und Endivion Play-Doh-Style. Sehr, sehr süß. So, kommen wir jetzt zum Big Boy. EX Delta Species. Dieses Pack. Huh, da können teure Karten drin sein. Srequaza, Latias, Latios in Goldstar. Also da werde ich sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Und ich sehe schon wieder, dass die Reverse die erste Karte ist, die wir haben. Warum ist das so? Ist das ein Fehlprint irgendwie? Also die Karten waren ja zu, also damit kann nichts gewesen sein. Aber Zubat in der EX Delta Species Reverse Rare. Ditto als Pikachu. Sehr, sehr süß. Holon Lehrer. Knogger haben wir hier. Okay, als Holo sogar wieder. Sehr geil. Knogger Holo. Come on. Von Typ Stahl Boden. Das ist eine schöne Karte. Kindwurm von Typ Feuer. Sehr süß. Den Tausch. Ein Pfiffchen. Ein Sterndu. Und das Smogon. Okay, bisher muss ich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr überrascht von den Packs. Also, gute Ausbeute bisher. Zwei Vollkarten aus der Tin. Und wir haben noch dieses Pack von Dragon Frontiers. Und ja, wie gesagt, die geilsten Karten gibt es halt wirklich in diesem Set. So, schauen wir mal. Als Reverse haben wir das gute Endivie. Sehr süß. Dann haben wir ein Schlurp. Okay. Ein Togepi, eine Regenbogenenergie, Kindwurm, Knagleon, Barschwarf von Typ Feuer, Pupita, Kanimani und das war's. Was waren unsere Rare? Ich glaube, es war diesmal Schlurp, oder? Ja, da war es Schlurp. Sehr, sehr merkwürdige Reihenfolge von den Packs, aber mein Gott, ich will mich gar nicht beschweren. Überhaupt nicht. Ich glaube, mit dem Puls hat so wirklich keiner gerechnet. Und zwar Ampharos, Draschel, Zubat, Kindwurm, also fast das komplette Set. Knogger, Holo, Endivion und Despota EX als Promokarte. Also wir haben zwei Holos gezogen, was sehr, sehr geil ist. Beides Delta-Species-Holos, von da bin ich da sehr, sehr froh.
Und Kind, Wurm und Raschel, die ich sehr, sehr feier tatsächlich. Sehr, sehr geil. Also sehr, sehr schönes Holoform. Hier gesagt, bei Zubat ist es nur so ein bisschen das Bild, was glänzt, beziehungsweise man sieht es gar nicht. Und bei Kind, Wurm ist es halt wirklich, wie ihr seht, das komplette Artwork, wie beim Shining oder sowas. Ähnlich wie beim Raschel hier. Aber das feiere ich halt sehr. Also von daher eine sehr, sehr gute Ausbeute. Und ja, Leute, ich werde halt nicht immer solche Tints öffnen können. Ich glaube, das sollte aber klar sein. Das Ding ist halt super, super teuer. Und ja, das ist halt sehr, sehr schwer. Von daher will ich da einfach, dass ihr sowas, ja, wie soll man das sagen? Einfach ein bisschen appreciated, mal so, einfach es mal annimmt, so. So, das war ein geiles Video, Zero. Vielleicht mal mehr davon. Würde uns freuen. Und ja, wie gesagt, wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Würde mich freuen. Tret der Zero Army bei, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim neuen Video wieder. Aber ich denke mal, beim nächsten Retro-Video gehen wir etwas anders in die Zeit zurück. Die ganzen EX-Packs sind toll, aber ich glaube, wir müssen mal was anderes aufmachen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht's gut und ciao.